Was ist die Motivation für diesen Vortrag für mich? Als im Grunde genommen Naturwissenschaftler, angewandter Naturwissenschaftler kann man sagen, bin ich kein Fachprogrammierer, habe daher nicht dieses tiefe Verständnis von Programmiersprachen und Algorithmen wie die Kollegen von einer anderen Fraktion. Und sehe das Ganze sehr anwendungsorientiert. Wir haben aber Entwicklungsaufwand und der wird von uns oder von mir vorzugsweise in Python erledigt. Aus den genannten Gründen, die vorher schon erwähnt worden sind, ist es eine sehr einfache Sprache, die trotzdem sehr mächtig ist und gerade im naturwissenschaftlich-technischen Bereich ziemlich umfangreiche Bibliotheken liefert. Ein Ärgernis, das mich immer wieder berührt hat, ist die für mich zumindest anfänglich etwas undurchsichtige Umgang mit Datums- und Zeitprogrammierung, Codierung und das ist nicht ganz intuitiv, wenn man das so sagen darf und das hat mich dann veranlasst, mich da etwas näher zu vertiefen und meine erste Euphorie habe ich gesagt, super, halte ich hier an diesem Linux-Tag jetzt wieder einen Vortrag, habe das dann kurz darauf bereut, wollte diesen Vortrag schon wieder zurückziehen, dann ist aber vorher noch die Nachricht gekommen, dass er angenommen wurde und jetzt habe ich also die Krot geschluckt, wie man so sagt. Um was wird es jetzt hier gehen? Zunächst einen Überblick über Grundsätzliches und zwar über Zeit, Zeitzonen, Datum und Kalender. Das ist erstaunlich umfangreich und wenn dann noch etwas Zeit bleibt, spreche ich über die entsprechenden Python-Routinen, also den eigentlichen Kern des Vortrages. Zeit. Was ist Zeit? Zeit ist eine physikalische Grundgröße, das wissen Sie alle, wird gemessen mit Uhren und Uhren sind Zeitmesser. Das klingt jetzt nach einem Zirkelschluss, genauso ist es aber mit physikalischen Grundgrößen, die muss man dogmatisch akzeptieren, sonst fällt man ins Nichts. Die Idee der Zeit ist natürlich schon sehr lang, aber physikalisch von Isaac Newton in der klassischen Dynamik hat sie interessanterweise in der reversiblen klassischen Mechanik gar keine bevorzugte Richtung, sondern alle diese Gleichungen sind invariant, ob man sie in positive oder negative Zeitrichtungen gehen lässt. Die Idee ist, sie gelten überall im Universum. Aus dem Zustand, der jetzt ist, kann man mit den bekannten Gesetzen sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit, so die Idee, rechnen. Allerdings gibt es Reibung, Wärmeleitung und andere unschöne Prozesse, die führen dann dazu, kulminiert in den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, dass die Zeit dann doch keine eindeutige Richtung hat. Man kann in aller Regel vorher und nachher gut unterscheiden. Ist aber immer noch die Idee der absoluten Zeit, die überall im Universum gilt, seit Albert Einstein 1904 zumindest, 1916 dann weiter, seit den Relativitätstheorien wissen wir aber, dass bewegte Uhren langsamer gehen und man muss dann übergehen vom Begriff der absoluten Zeit zur Eigenzeit oder auf Englisch Proper Time, die im eigenen Bezugssystem gilt. Wie ist die Zeit definiert bzw. wie wird sie gemessen? Seit 1967 ist die Sekunde atomphysikalisch, quantenphysikalisch definiert, das etwa 9-Milliardenfache einer bestimmten Periodendauer, bestimmter Übergänge von quantenmechanischen Zuständen vom Cäsiumnuklid, kann man messen, wurde schon vorher gemacht. Isidor Rabi ist der Physiker, der dafür dann sogar einen Nobelpreis einmal bekommen hat. Seit 1958 werden die kontinuierlich gemessen mit Atomuhren. Und das ist eigentlich jetzt die verbindliche Zeitskala, zumindest für die Physik. Wir wissen, 60 Sekunden sind eine Minute, eine Stunde 60 Minuten und jetzt schreibe ich da ein Tag ungefähr 24 Stunden. Warum ungefähr, das werden wir später sehen. Es ist leider Gottes, je nachdem wie man sieht, nicht immer ganz exakt. Historisch wurde die Zeit über astronomische Vorgänge definiert. Also das ist das, was uns allen auch intuitiv ist. Und sehr früh hat man begonnen. Ein Tag geht von Sonnenhöchststand zu Sonnenhöchststand, 24 Stunden sagt man dazu und teilt das dann entsprechend durch.
Man hat nur ein Problem, die Zeit von Sonnenhöchstzustand zu Sonnenhöchststand ist nicht konstant. Übers Jahr ist diese Taglänge ungleichmäßig und zwar gar nicht einmal so wenig. Also wenn man das schaut, das ist die Zeitgleichung aufgetragen, das variiert doch um etliche Minuten auf oder ab. Der Grund dafür liegt in Bahnbesonderheiten der Erde um die Sonne. Sie ist leicht elliptisch, dann gilt das zweite Keplersche Gesetz, dass also in Sonnennähe die Erde ein bisschen schneller sich weiter bewegt. Das heißt, die Erde muss, damit sie die Sonne wieder am gleichen Ort hat, ein bisschen mehr nachdrehen. Dazu ist die Erdachse noch geneigt gegenüber der Rotationsachse der Erde um die Sonne und all diese Effekte führen zu diesen Unregelmäßigkeiten. Das heißt, man muss von einer Idee ausgehen, der mittleren Sonnenzeit oder mittleren Ortszeit, dass man das über das Jahr alles wegmittelt und dann hat man einen gleichmäßigen Tag. Diese Idee konsequent weitergeführt, war dann lange Zeit auch die Definition der Zeit schlechthin, auch der Sekunde schlechthin, eben bis 1967. Und die so definierte Zeit nennt man Universal Time, genau als UT1, und gibt die Ortszeit zum Greenwich-Meridian an, der lange Zeit auch durch das Observatorium in Greenwich gegangen ist. Jetzt ist das Weltgerät in Urlaubung. Es ist, glaube ich, 80 oder 90 Meter westlich und östlich davon, aufgrund einer geänderten Projektionsvorschrift. Das Geoid hat sich geändert, das Referenzgeoid. Diese UT1 ist eine universelle Zeitskala grundsätzlich und berücksichtigt die Unregelmäßigkeiten der Erdrotation und der Erdbahn. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben einerseits diese völlig exakt definierte, atomphysikalisch definierte Sekunde. Andererseits haben wir das, was unserer Anschauung entspricht. Ein Tag ist zumindest im Mittel das, wo die Sonne jeweils Höchststände erreicht. Und jetzt ist es so, dass die Erde immer langsamer rotiert, Unregelmäßigkeiten aufweist, aus verschiedensten Gründen, kann ich jetzt darauf nicht eingehen, und noch dazu die Erde auch immer etwas langsamer um die Sonne rotiert und all das führt dazu, dass der Tag eben nicht mehr genau die 24 Stunden hat, wenn man es nach der Atomsekunde misst. Und aus dieser Diskrepanz heraus, also einerseits die Atomzeit, die exakt aufzählt, andererseits diese Universal Time 1, die immer ein bisschen hinterherhinkt, führt man dann die Coordinated Universal Time, UTC, ein, die grundsätzlich der Zählung in diesen Atomsekunden entspricht, nur von Zeit zu Zeit synchronisiert wird mit der Erdrotation und dazu muss man dann Schaltsekunden einführen. Das heißt, alle Zeiten, alle paar Jahre bis zwei Jahre, oft sogar etwas häufiger, muss man eine Schaltsekunde einführen. Die letzte Schaltsekunde wurde unlängst eingeführt, also zu Silvester 2016. Da hat also die letzte Minute vor Mitternacht hat also nicht 59 Sekunden gehabt und ist dann auf das neue Jahr umgesprungen, sondern hat eine Sekunde weitergezählt. Das, ja, dann werden alle Funkuhren weltweit synchronisiert, Atomuhren sind sowieso synchronisiert dann und dann schlagt das dann auch irgendwann mal ins Netz durch. Was ich jetzt nicht bringe, das ist die Unix-Zeit, das wäre wieder eine eigene Diskussion. Die lasse ich jetzt einfach nobel aus und überlasse sie der Recherche im Internet. Lesen Sie darüber nach. Gibt Probleme. Zeitzonen. Zeitzonen. Normalerweise müsste man auf jedem Ort immer die mittlere Ortszeit haben und man hat das bis ins 19. Jahrhundert tatsächlich so gehabt, dass also zum Beispiel Wien eine andere Zeit gehabt hat als Dulen und so weiter und so fort. Das wurde dann aber nachkorrigiert. Inzwischen hat man Zonenzeiten, idealerweise alle 15 Grad, weil 15 Grad braucht die Sonne, also eine Stunde 15 Grad bräuchte die Sonne, hätten wir idealerweise alle 15 Grad eine neue Zeitzone, wo sich um eine Stunde verschiebt, also 0 Grad UTC oder GMT, 15 Grad mitteleuropäische Zeit und so fort. Die Wirklichkeit schaut viel unregelmäßiger aus. Ich hoffe, ich darf diese Abbildung jetzt zeigen, nach dem Vortrag der Dame über das Urheberrecht ist mir jetzt etwas schummrig. Das ist eine Landkarte. Ich tue sie jetzt wieder rasch weg, Sie haben sich das alles gemerkt.
dass die Zeitzonen sind sehr unregelmäßig. Das heißt, fast ganz Europa hat mitteleuropäische Zeit. Es ist, für uns passt es ungefähr 15 Grad Ost. Für die Franzosen passt schon deutlich weniger, für die Spanier schon fast gar nicht mehr. Die werden schon in der Zeitzone übernächst drüben. Also, und daher verschiebt sich dort der ganze Tagesrhythmus. Es ist also, die Leute gehen später essen, stehen später auf. Und dann gibt es noch die Sommerzeit. Und die Sommerzeit ist sowieso ein irres Problem. Also die Sommerzeit ist ganz arg. Ich gehe jetzt dann noch zwei Sachen zurück. Es gibt eine Open-Source-Datenbank, die soll sogar Public Domain sein, ich hoffe, das stimmt, heißt nach dem Begründer Arthur David Olsen, ganz kurz die Olsen-Datenbank, der hat also für alle ihm bekannten historischen Zeiten diese ganzen Zeitsprünge, Sommerzeit, Winterzeit, Einführung von Zeitzonen, Wechsel von Zeitzonen und auch Übergang zwischen den verschiedenen Kalendern, sollte darin verzeichnet sein und wird auch sehr häufig benutzt. Aufmerksame Linux-Administratoren merken, dass immer wieder diese DZ-Info-Database runtergeladen wird und abgedatet wird. Ja, jetzt Datum und Kalender, auch wieder so ein Thema. Das Jahr, so wie es uns interessiert, ist an den Jahreszeiten orientiert. Das heißt, also ein Jahr dauert zum Beispiel vom Frühlingsbeginn zum nächsten Frühlingsbeginn. Und diese Zeit ist eben nicht ganzzahlig in Tagen, sondern etwas weniger, etwas mehr, 365,24 und noch was. Also rund 365, ein Viertel Tage. Das weiß man schon sehr lang. Schon zu Julius Caesars Zeiten ist man draufgekommen, dass die alte Zeitrechnung mit 360 bis 365 Tagen zu Problemen geführt hat. Und damals wurde bereits ein Schaltjahr eingeführt, alle 4 Jahre ein Schaltjahr. Aber das ist leider Gottes ebenfalls nicht ganz genau, da ist es ein bisschen zu viel. Das heißt, dieser Kalender stimmt nicht und daher, ja, ebenfalls Frage des Nullpunkts, ganz interessant, zu damaligen Zeit wusste man nicht, dass eine Null existiert. Daher gibt es nur ein Jahr 1 nach Christus und 1 vor Christus und diese Christus Zählung ist seit dem Mittelalter gebräuchlich. Davor hat man ab Urbe Condita, also seit Gründung der Stadt Rom und so weiter, jeder Kaiser für sich, in der 15. Regierungsjahr von Kaiser Augustus oder sowas wurde gerechnet. Aber seit Mittelalter, seit Christi Geburt. Und bis 1582 hat dieser julianische Kalender gegolten und dann hat es aus Kirchensicht ein schweres Problem gegeben, nämlich das Osterdatum hat nicht mehr gestimmt. Liturgisch ist Ostern total wichtig und das ist also mehr und mehr aus dem Ruder gelaufen. Also das Osterdatum hat nicht mehr gestimmt, das war daher eine echte Notwendigkeit, religiös motiviert auch, diesen Kalender zu adaptieren und das ist unter Papst Gregor passiert, unter tatkräftiger Mithilfe astronomischer Größen seiner Zeit. Also es war wirklich wissenschaftlich fundiert und da sind jetzt die Regeln gekommen. Das Jahr hat 365 Tage, jedes vierte Jahr ist ein Schaltjahr, ausgenommen das Jahr ist durch 100 teilbar, dann ist es kein Schaltjahr, aber wenn es durch 400 teilbar ist, ist es doch wieder ein Schaltjahr. Und dieser Kalender passt ziemlich gut und da geht ein paar hundert Jahre noch, also ich glaube bis 4000, ja 4000 habe ich im Kopf, sollte er halbwegs passen. Da müsste man sich wieder eine neue Schalttagsregelung einfallen lassen. Der Kalender, katholische Erfindung, daher hat es in den protestantischen Ländern einiges gedauert, bis die eingeführt worden ist und am längsten haben sich die orthodoxen Russen Zeit gelassen und der dortige Kirchenkalender ist ja nach wie vor julianisch. Ganz kurz, ISO 8601 ist eine internationale Vorschrift, wie man, Datum und Zeit kodieren sollte, damit es von international gut verstanden wird, sagen wir mal so. Und das weicht etwas von unserer gebräuchlichen Darstellung ab. Ich sage nur, vierstelliges Jahr, Bindestrich Monat, zweistellig, Bindestrich Tag, dann ein großes T und dahinter dann in gewohnter Schreibweise Stunden, Minuten und Kommasekunden. Dann plus oder minus die Zeitzone, das heißt die Verschiebung gegenüber UTC, gegenüber 0 Grad Meridian Greenwich.
Zeitperioden werden ähnlich angegeben, nur durch einen Schrägstrich. Es gibt aber unzählige Variationen davon, diese Norm ist nicht zu dünn. Es gibt nationale Abweichungen, die zulässig sind. Ich führe sie nur an, weil sie dann später kommen wird. Und jetzt ist uns doch noch etwas Zeit geblieben, und auf Python zurückzukommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell durchgehetzt und durchgehechtet. Okay. Python und Zeit. Das Standardmodul, das dafür zur Verfügung steht, ist das DateTime-Modul. Das ist in der Standardbibliothek drin. Und gliedert sich auf in mehrere Submodule. Also DateTime.date, für Datums, steht eine Datumsklasse zur Verfügung. DateTime.time, eine Zeitklasse. Und das, womit wir uns jetzt beschäftigen, ist DateTime.dateTime, eine Kombination der beiden, ist eben die Datumszeitklasse. Dann interessanterweise noch einmal separiert davon, DateTime.timeDelta ist die Klasse für Zeitdifferenzen. Und dann gibt es noch etwas, das ich jetzt nicht besonders markiert habe, weil das ist völlig chaotisch, also da beschäftigt er sich am besten gar nicht damit, sondern nimmt andere Hilfsroutinen, ist die Timezone-Info, vielleicht seit Python 3.2, das DateTime.TimeZone, dass man dafür eine minimale Verwendung hat. Ich rate aber eigentlich davon ab, das zu verwenden. Das Hauptproblem bei DateTime.DateTime ist, dass es grundsätzlich zeitzonennaiv ist. Das heißt, eine Standardabfrage oder eine Standardinitialisierung einer Instanz dieser Klasse, da ist keine Zeitzoneninfo drin, was gelegentlich verwirrend sein kann, wenn man nämlich explizit nach einer UTC-Zeit abfragt und trotzdem keine Zeitzone drin hat. Wenn man sie Timezone-Aware, so wie das heißt, machen will, dann muss man diese DZ-Info-Klasse, also diese DZ-Info, explizit irgendwie die Information beigeben. Wir werden uns dann später anschauen, wie es geht. Zunächst aber DateTime.DateTime als Objekt. Ich hoffe, man kann das lesen. Also ich habe davon abgesehen, das jetzt live zu üben, das scheitert nur. Die Schrift ist jetzt schön groß, gibt keine Vertipper. Und Sie glauben mir, dass das, was da oben an Code steht, unten dann wirklich rauskommt, hat auch den Vorteil, dass ich nicht widerlegt werden kann. Also man importiert die Klasse, also die Bibliothek, und druckt einmal aus datetime.datetime.now. Das gibt dann die jetzige Zeit gemäß der lokalen Zeiteinstellung seines Systems. Das kann irgendwas sein. Hoffentlich ist das richtig eingestellt und man hat dann die lokale Zeit. Aber das ist der Sommerzeit, Winterzeit, gibt Probleme. Aber üblicherweise passt das so, nur ist es halt stark variabel, zumindest bei uns zweimal im Jahr, auch wenn es richtig gesetzt ist. Ich empfehle daher immer, solche Abfragen mit UTC Now zu machen, wenn man eine jetzige Zeitabfrage macht und sich darauf zu verständigen, dass man, solange man mit Zeiten rechnet, nur mit UTC rechnet, da kann weniger daneben gehen. Initialisieren kann ich es auch, entweder implizit, indem ich einfach Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Mikrosekunde extra angibt, da kann ich also bis Mikrosekunden genau jede Zeit übergeben, oder ich schreibe es explizit hin, Year ist 2017, Month ist und so weiter und so fort, Microsecond ist irgendwas. Aber bitte kein S hinten, also nicht statt Year, Years schreiben, das funktioniert nicht, und das Years hat in der anderen Bibliothek eine leicht geänderte Bedeutung. Also immer die Einzahl Year, das ist ein häufiger Tippfehler, gerade am Anfang, dass man sich da ein bisschen vergaukelt. Wenn man nichts tut, dann kommt es so halbwegs in einem ISO-ähnlichen Format raus. Es ist fast ISO, nur dass dieses seltsame T, das in ISO streng vorgeschrieben wäre zwischen Datum und Zeit, das fehlt. Kann man sagen, Gott sei Dank, schaut sonst ein bisschen hässlich aus. Zumal die meisten Einleseroutinen das ja sowieso auch so halbwegs schlucken. Jetzt ein paar Beispiele, wie man, wenn einmal so ein Datum initialisiert ist, wie man darauf zugreifen kann. Also
die Instanz dieses Datetime-Objektes hat dann Attribute wie Year, Month und so weiter und so fort. Da kann man dann Attribut für Attribut auf alles, was man braucht, zugreifen. Wichtig ist auch gelegentlich diese Methode Replace. Damit wird ein bestimmter Wert, kann auch mehreres drinstehen, aber in dem Fall Microseconds haben wir da auf 0 gesetzt. Man könnte auch alles andere auf jeden gültigen Wert setzen, funktioniert auch. Allerdings nicht in der Variable d selber, sondern nur in der Zuweisung. Die Variable d bleibt in diesem Fall völlig unverändert. Da ändert sich nichts, nur die Zuweisung D1 wird geändert. Wie man leicht sehen kann am Ausdruck unten, haben Sie natürlich sofort erkannt. Gut. Wir sind immer noch Timezone naiv und nehmen jetzt das Time-Delta vor. Da muss man, wenn man also zu einer bestimmten Zeit weitere Stunden, Minuten oder sonst was hinzufügen will, braucht man ein sogenanntes Time-Delta-Objekt. Und das muss man separat initialisieren bzw. irgendwo herbekommen. Und das geht am einfachsten, der DT haben wir dort datetime.datetime und jetzt wichtig, days Mehrzahl ist gleich 0, seconds irgendwas als Default und so weiter und so fort. Man benennt diese, am besten diese Variablen über die Schlüsselwörter, dann gibt es keine Verwirrung, bitte aber nicht das S vergessen. Also das ist dann wichtig, wenn ich da D statt Ds schreibe, nachher habe ich einen quäkt der Interpreter. Ich meine, eh sehr rasch, aber trotzdem kann es lästig sein. Dann sieht man da drunten eine kurze List Comprehension, das heißt, also man kann das über ein einfach iterieren über beliebig viele Fälle und bekommt dann eine Liste heraus, eine Liste mit Datums drin, die man dann entsprechend ausdrucken kann. Und da gibt es auch die Methode d.iso-Format und da wird das automatisch in das gültige ISO 8601-Format umgewandelt, diesmal mit dem T dazwischen, so wie es sein soll und wie es korrekt ist. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte unterbrechen Sie es. Bitte, ja. Kann ich diesem Time-Delta auch zwei Datetime-Objekte geben und sagen, sag mir, was sind da Zwischenvergangenheit? Ich denke schon. Ich glaube, die Differenz davon ist automatisch, also was ich jetzt so im Kopf habe, ja. Die Differenz zwischen zwei Daten ist automatisch ein Datetime-Objekt. Also ich könnte die eine ja. Minus die andere zeigen. Ja, ja. Ja, ja, sicher. Ja. Super, danke. Also zumindest habe ich es bis jetzt immer so gemacht und ich habe keine katastrophale Wirkung im Kopf. Und damit kann man Mathematik machen, deswegen. Okay. Die kann man addieren, teilen, malen. Ja. Also mal nehmen weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ehrlich war, ja den schon, das ist ja ganz eine normale. Ja, 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 ja. Deswegen finde ich das total spannend. Ja. Ich habe da immer gesagt, ach egal, ich nehme halt einfach Unix-Timestamp. Okay. Ist sicher flexibler, man kann aber viel mehr Umfug damit machen, glaube ich, gell? Ja, ja. Ich weiß auch nur, weil ich es nicht anders wusste. Okay, aber das kann man schon machen. Wir werden dann noch ein paar, wenn die Zeit bleibt, noch ein paar andere sehen. Ja, das haut wunderbar hin. Jede Menge Zeit. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Dann weiter. Eine Ausgabe von Zeiten, da gibt es also diese, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich sage jetzt mal String Format Time, Strive Time, String Format Time und Strip Time, Methoden, Routinen, um Daten auszugeben und einzulesen. Das funktioniert mit diesen üblichen Formatanweisungen. Also das ist Prozent groß Y ist ein vierstelliges Jahr, klein Y ist das Jahr zweistellig und so weiter und so fort. Das geht bis Wochennummern und hört nicht auf. Also man kann dort im Internet sich in der Python-Dokumentation das anschauen. Das ist sehr, sehr mächtig, sehr, sehr umfangreich. Funktioniert aber ganz gut und ist, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, einigermaßen praktisch auch. Hier wieder ein Beispiel. Man kann das Ganze auch lokalisieren, das heißt, indem man, wenn man die entsprechenden Sprachpakete für die entsprechenden Sprachen installiert hat, da funktioniert eine Localize-Routine. Das heißt also, initialisiert die erste Zeile now. Dann Form 1, eine Formatanweisung, dann print now
StriveTime-Format 1 und es würde entsprechend dieser Formatanweisung, die Sie drunter sehen. Und wenn ich das Ganze lokalisiere, also local.zlocal und so weiter und so fort, dann sehe ich, dann kann man den Jänner einmal auf Österreichisch und dann auf Deutsch schreiben und das ist tatsächlich, zumindest in meiner Installation, Ubuntu 16.04 mit den entsprechenden Paketen funktioniert das. Und wenn man dann EN schreibt, dann wird das EN-US, dann würde dort statt Jänner January stehen und es wird nicht 23. Jänner stehen, sondern es wäre irgendwie anders verkehrt, je nachdem, wie man es dann angibt. StriveTime mit dem Ausgeben und entsprechende StripTime-Routine. Da ist natürlich eine Asymmetrie drin. Während das StriveTime auf DateTime und Datums- und Date-Objekte eine Methode ist, also Punkt, Methode und so weiter, ist es bei StripTime eine irgendwie entsprechend verkapselte Prozedur. Das heißt, man gibt das Datum hin, braucht den Format, den Datumstring, wo also das Datum drinsteht, verschlüsselt in ASCII oder wie heißt das andere, Unicode oder was auch immer, und dahinter die Formatanweisung in Form 1. Und dann kommt das entsprechende Ergebnis raus und man kann dann auch entsprechend herumbasteln, wie man es halt braucht. Jetzt, ich habe ja nur kurz DateTime DZ Inform. Ich habe davor schon gesagt, Finger weg. Ich habe mal versucht, irgendwie, also wenn man jetzt nicht vorhat, eine eigene DZ-Info-Datenbank oder entsprechende Routinen zu programmieren, ich wüsste jetzt keine handhabbare Anwendung dafür. Vielleicht ab Python 3.2 gibt es also wie gesagt diese DateTime.TimeZone Modul und da könnte man sich die UTC-Time rausholen und dann innerhalb von DateTime das die UTC-Zeiten oder die Zeiten TimeZone-aware machen. Ich würde das aber allerdings nur so verwenden und nicht anders. Und mit Python 2 weiß ich gar nicht, wie man damit umgeht. Dafür gibt es eben Gott sei Dank das Modul PyDZ. PyDZ bringt diese Olsen TimeZone Database in Python hinein, was sehr praktisch ist. Man hat dann also eine große Flexibilität, was angeht. Was etwas unpraktisch ist, ist, dass dieses Modul PyDZ jedes Mal neu implementiert werden müsste und in älteren Distributionen hat man entsprechend ältere Database drin. Was ich persönlich aber nicht verstehe, warum Ubuntu 16.04 die Database von Oktober 2014 drin hat. Also das müsste irgendwie nicht sein. Man kann dann versuchen, dieses PyDZ über pip install und so weiter sich nachzuinstallieren. Allerdings führt das zu nichts, weil nämlich da muss die andere, die fest installierte, zuerst deinstallieren oder seine Zeiger entsprechend umbiegen, mehr oder weniger händisch. Und wenn man die andere deinstalliert, dann kann man gleich matplotlib und numpy auch deinstallieren, weil die brauchen alle diese PyDZ mit. Das heißt, es führt ein bisschen in Schwierigkeiten. Ich lebe mit dieser leicht veralteten Datenbank und die funktioniert meistens, weil sich bei uns die Zeitzonen in den für uns wichtigen Gebieten nicht so rasch ändern. Gott sei Dank. Aber wenn jetzt die Franzosen beschließen, sie steigen auf UTC um, dann hätte man damit natürlich Pech gehabt. Gell? Aber es gibt tatsächlich schon jetzt vom März, glaube ich, oder eine neue DZ-Info-Database, das heißt, die wird sehr rasch nachgeführt, aber halt nicht in Python. Was macht man da jetzt? Man importiert DateTime, man importiert PyDZ und hat dann eine sehr elegante Möglichkeit, diese Zeitzoneninformationen zu übergeben. Das heißt, wenn man schaut, Formatanweisung habe ich wiedergegeben, vielleicht Prozent klein z, diese entsprechende Formatanweisung würde die Zeitzonen explizit angeben, in plus 2 Stunden oder sowas, und das Groß Z schreibt einen schönen Text hin, so wie dieses PyDZ-Modul glaubt, dass die Zeitzone heißt. Also wir geben da irgendeine Zeit ein, die ist noch TimeZone Unaware, dann geben wir das Objekt UTC,
bydz.utc. Dann nehmen wir eine Zeitzone, die für Vienna, für Wien zum Beispiel, Graz ist nicht drin, immer nur die Hauptstädte der entsprechenden Länder sind drin oder große bedeutende Städte, die in Amerika oder Russland für eine Zeitzone repräsentativ stehen. Also Graz kann man nicht eingeben, Europe Graz ist nicht drin, aber Europe Vienna, Europe Amsterdam, Europe Berlin. Ich glaube Munich, München ist auch nicht drin, das ärgert die sicher. Trotzdem. Dann ist es hier umgewandelt in ein Time Zone Aware Objekt, in dem man also die UTC-Zeit gibt, und zwar DT UTC ist DT.replace, DZ Info ist gleich UTC. Das DT bleibt nach wie vor Time Zone naiv, also Time Zone unaware, während DT UTC Time Zone aware ist. Danke. Und jetzt haben Sie mich verwirrt mit diesen 15 Minuten, die ich noch Zeit habe. In welcher Zeitzone? Wurscht. Wenn man das ausgibt, sieht man recht schön, wir sind hier in der Winterzeit. Wenn man das umwandelt zuerst in UTC, sieht man also die plus 0000 Angabe. Und wenn man dann das überführt in die österreichische Zeit, dann sieht man dann plus 100 CET. Warum? Wir sind am 26.03. 0 Uhr UTC, das ist der Sonntag, genau kurz bevor die Zeit umgestellt wurde, aber gerade noch in der Winterzeit. Und wenn man jetzt schaut, eine Stunde später sind wir in der Sommerzeit und das hat das Modul automatisch und völlig korrekt erkannt, nämlich als Central European Summertime und nicht mehr Central European Time und daher steht auch plus 200. Das finde ich sehr beruhigend, hat bei uns funktioniert, solange, wie gesagt, keiner aussteigt aus unserer Zeitzone. Bei DZ hat noch mehrere andere Routinen drin, da kann man einiges manipulieren, aber die wichtigste Funktionalität ist gezeigt. Jetzt gibt es noch etwas, nämlich DateUtil. Und DateUtil ist auch ein Modul, das die Funktionalität von DateTime erweitert. Und zwar kann man, sehr wichtig wieder für die beweglichen Feiertage, man kann Ostern berechnen, dann weiß man Pfingsten und was ich was noch alles dran hängt. Und zwar kann man Ostern berechnen nach dem Julianischen, nach dem Gregorianischen und nach dem orthodoxen Kalender, auch sehr praktisch. Und man kann Zeit- und Datumstrings out of the box parsen, mehr oder weniger out of the box. Ich würde es nicht machen, ich würde mich, ja, vorsichtig sein, da kann nämlich was passieren, aber trotzdem. Und man kann komplexe Datums- und Zeitwiederholungen erzeugen, und Zeitzonen, die behandle ich nicht mehr. Easter geht ganz einfach, import datetime, dann dateutil.easter, bitte nicht dateutil einfach importieren, das geht nicht, also man muss dateutil.easter importieren. Diese Bibliothek muss man sich übrigens nachladen, die sind in den meisten Repositories drin. Und dann funktioniert das. 1 für Julianisch, 2 für Orthodox und 3 für Gregorianisch. Und wenn man das nicht reinschreibt, wird automatisch Gregorianisch genommen. Man sieht, diese Osterdaten laufen alle auseinander. Kein Wunder, dass sich die Kirchen nicht verstehen. Dann das Objekt dateutils parser, also die Bibliothek dateutils parser, muss man ebenfalls wieder, ist ein bisschen lang, aber wenn man nichts tut, man hat so ein Datum wie 12.04.2016, 13.23, man importiert es einfach über dt1 ist gleich parser.pars, dann liest er das natürlich amerikanisch und interpretiert das völlig falsch, macht aus dem 12.04.2016, also aus dem 12. April, macht er den 4. Dezember. Daher muss man angeben, ob dfirst ist gleich true oder nicht. Wenn dfirst true ist, dann liest das europäisch oder mitteleuropäisch ein. Und ISO kann aber auch in angenäherten, also fast ISO, kann man out of the box lesen und strenges ISO ohnehin out of the box. Also das ist recht praktisch und daher empfehle ich ISO als grundsätzliches Format, wenn keine anderen Gründe dagegen sprechen. Ja, das wäre das Ergebnis dieses einen. Das glauben Sie mir. Sie haben sich den Code vorher natürlich gemerkt, ist klar.
Und dann gibt es noch eine Möglichkeit mit datetimeutil.rr oder rule oder wie man dazu sagt, rr-rule. Da kann man dann für Wiederholungen entsprechende Regeln einführen. Hier ganz einfach eine Wiederholung, eine monatliche Wiederholung, und zwar starte ich mit dem letzten des Monats, in dem Fall mit dem 31. und sage aber bei Monthday minus 1, das würde heißen, dass er immer den letzten des Monats bringt. Wenn ich das mit einem Datetime-Objekt mache und immer nur einen Monat, geht gar nicht mit einem Time-Delta-Objekt, aber wenn man nur immer einen Monat dazu zählt und dieses bei Monthday nicht dabei hat, dann würde er immer nur Monate mit dem 31. bringen. Und so bringt er wirklich den letzten. Wie man jetzt den letzten Werktag rauskriegt, das überlasse ich als Übung für Sie. Ist nicht ganz trivial, man müsste da mit doppelten Listen arbeiten. Also es ist einfach noch einmal eine Abfrage in der Abfrage, da müsste es gehen. Wem das alles zu viel ist, also wer jetzt schon Übersicht verloren hat und sich nur noch eines merken möchte, der nimmt das Modul Arrow. Arrow umfasst fast die gesamte Funktionalität der vorherigen, fast sage ich, das heißt, man hat in Arrow die Datetime-Funktionalität, man hat die Datetime.TimeDelta-Funktionalität und man hat die Datetime.BeideZ, also die BeideZ-Funktionalität hat man ebenfalls drin. Und das ist, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich alles mit Arrow gemacht. Leider bin ich erst im Zuge der Vorbereitung auf diesen Vortrag draufgekommen. Daher nur ganz kurz, es ist wirklich elegant. Was mir nicht klar ist, woher Arrow seine Timezone-Information bezieht, es steht was drin aus Dateutils, also es braucht Arrow Dateutils, woher es Dateutils hat, weiß ich nicht. Also ich fürchte auch, dass das etwas veraltet ist und nicht ganz aktuell jeweils daherkommt, aber trotzdem. Von der Funktionalität her ist es mit Abstand am einfachsten. Wenn Sie da den Code anschauen, da geht relativ straightforward. Also da ist kein großer Hackmeck mehr drin, man bleibt im einen drin. Die Konversion geht über, nachdem man mal ein Datum sich geholt hat, unaware, macht man ganz einfach aware und das ist überhaupt kein Problem. Also das geht out of the box. Während Datetime grundsätzlich unaware ist, ist Arrow grundsätzlich Timezone aware. Wenn ich da UTC Now aufrufe, dann ist das UTC auch mit der Zeitzoneninformation UTC drin. Das ist das eine. Das andere wäre, wo die Time-Delta-Information ist, das geht dann auch ganz einfach. Man kann dann einfach eine Schleife drüber laufen lassen. Man lässt dann so for age, also für Hours in Range 4, für 4 Stunden, macht man dann einfach replace hours. Wichtig, dass man replace hours schreibt, nicht replace hours, sondern replace hours. Dann zählt er das einfach dazu und rechnet das automatisch um. Also man kann 48 Stunden hinschreiben, ist kein Problem, macht er 2 Tage draus. Also das funktioniert alles. Geht auch Minuten und Sekunden und allem. Es ist sehr, sehr gemütlich und brav. Und so hätte ich mir vorgestellt, dass man das machen könnte. Vorher. Also ich meine, wenn ich es gewusst hätte. Ja, gut. Und jetzt sind wir fast fertig. Genau, Stief- und Waisenkinder, die jetzt nur angeführt werden und nicht behandelt. Datetime.date, datetime.time, das Modul Time, wo auch der UTC Timestamp drin ist. Gell? Und Kalender, da kann man Kalender machen, hübsch und weniger hübsch. Fremdbibliotheken via pip install, die sind in den Repositories meistens nicht drin. Pendulum gäbe es, DeLorean. DeLorean, wenn jemand diesen Film kennt, ich glaube, das ist eine Anspielung auf das Fahrzeug, das die Zeitreise gemacht hat. Update Time wirbt damit, dass ich die schnellste aller Routinen und Zeitmodule sei. Ich habe es nicht angeschaut, außer die Homepages gesehen, das war alles. Dann gibt es noch jede Menge Datetime-Funktionalität, zum Beispiel in NumPy, in Matplotlib. Matplotlib hat wieder einen eigenen Datumstyp für Plots, was das Ganze auch nicht gerade einfacher macht. Also das ist alles. PyFM, das ist eine astronomische Datenbank, die ich verwendet habe, die hat dann also sehr hochgenaue Floats. Da werden die Zeiten als Float kodiert, und zwar als Tag, als Julian Date von irgendeinem Beginn der Zeitrechnung weg.
Ja, und es hört nicht auf. Also Pandas hat sicher auch eigene Datumstypen, nehme ich an, und so weiter und so fort. Aber das ist halt der Überblick. Wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten. 5 Minuten, perfekt. Empfehlungen. Empfehlungen, die ich aus meiner Erfahrung geben kann, kann natürlich jeder anders sehen, wäre der. Wenn einem Zeitzonen wurscht sind und man hat keine Ein- und Ausgabe in irgendeiner Form, die auf Zeitzonen Rücksicht nehmen sollte, dann verwendet man das Modul DateTime, Timezone naiv, benutzt nur UTC-Zeiten. Das heißt also, wenn man doch einmal eine Systemzeit einlesen soll, UTC-Ausgabe, alles UTC, alles UTC, und kommuniziert die Konvention, sagt jedem, das ist UTC, also erste Zeile, alle Zeiten UTC, dann lebt man halbwegs sicher und vergleichsweise komfortabel und ruhig, weil dann spart man sich das ganze Zeitzonen-Heckmeck. Wenn man Zeitzonen braucht, man liest Zeit aus irgendeiner Zeitzone ein, dann meine Empfehlung, sofort in UTC umwandeln, alles, was berechnet wird, in UTC machen und zum Schluss, ganz zum Schluss zur Ausgabe wieder in die Zeitzone umrechnen. Warum? Weil im ganzen Code dazwischen weiß ich, was dort ist, ist UTC, und es kann mir wieder wenig passieren, wenn ich mich an diese Regel halte. Und falls möglich, ist nicht immer möglich, aber falls möglich, ISO 8601 Formate, zumindest relativ nah an diesen Formaten, damit man mit diesen Standard Ein- und Ausgaberoutinen arbeiten kann und sich darüber nicht groß den Kopf zerbrecht, wenn es irgendwie geht. Und die Regel Nummer 3 ist, jede Regel kann man brechen, wenn es zweckmäßig ist. Das wäre es fast. Habe ich nur 2 Minuten, gell? 3? Wunderbar. Die Literatur. Wenn jemand ultimatives Wissen möchte über Zeitzonen und über die ganzen Dinge, die damit zusammenhängen, nicht Zeitzonen, sondern Zeitmessungen, Zeitbestimmungen, empfehle ich den Urban Seidelman, Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. Relativ neue Ausgabe, der ist ganz gut. Grundsätzliches in jedem Physikbuch. Für die meisten Abbildungen, ich hoffe, ich habe kein Copyright verletzt und kein Urheberrecht, habe ich aus der Wikipedia genommen, in der Annahme, Wikipedia-Bilder wären irgendwie harmlos, was das angeht. Noch einmal die Vortragende hat mich etwas verunsichert. Die Timezone-Databank, dann gibt es einige Artikel dazu, dann die entsprechenden Python-Doc-Seiten in allen möglichen Variationen. Und etwas, was ich nicht gezeigt habe, weil ich glaube, ich komme mit der Zeit nicht aus, das ist eine Abbildung von Majolo, vielleicht können Sie diesen Link dann folgen. Der ist recht interessant, der einem sagt, wie sehr die Zeitzonen von der eigentlichen Sonnenzeit abweichen in Abhängigkeit von der Erde. Kurze Antwort, wir sind fast überall zu spät dran, fast überall geht die Sonne zu spät auf und geht zu spät unter, und dann kommt noch die Sommerzeit dazu, das heißt, unsere Zeitzonen sind der natürlichen Zeit nicht angepasst, auf fast der ganzen Welt. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es stimmt. Österreich wäre so eine, im Winter, im Sommer nicht. Und sonst ist alles, also bitte anschauen, ist recht interessant. Ich kann es jetzt leider nicht herzeigen. Okay, und dann gibt es unterschiedliche Philosophien dazu. Also ich glaube, Adrian Ronacher heißt der Epur si muove, und sie dreht sich doch. Ein sehr polemischer Artikel über Zeitzonen, und Danjou, Timezones in Python, ebenfalls die beiden Herren kommen zu unterschiedlichen Schlüssen, wie man sich verhalten soll. Ich weiß jetzt nicht, welchem ich jetzt da gefolgt bin, eine Synthese halt. Und das wäre es dann gewesen. Herzlichen Dank. Bitte sehr. Messdaten irgendwie einzulesen, nimmt es bitte Error. Bitte, ja. Nimmt es Error. Es tut so weh. Ja. Wir sind gebrannt. Ja. Ja. Bitte. Frage: Kennen Sie Ihre Routine, wenn ich zum Beispiel Korrelationskoeffizienten für 2 Zeilen bleibe, dass nicht gleiche Zeitpunkte von ausrechnen würden? Können Sie die Frage bitte noch einmal wiederholen? Ich habe es nicht verstanden. Zwei verschiedene Zeilen. Ja, zum Beispiel die eine Viertelstunde aus und die andere wird ähnlich irgendwann.
Ja. Ja. Aber gibt es für das auch eine Klinge? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe solche Probleme selber immer wieder. Es ist immer so, dass das halt sich drüber hinweg fretten mit irgendeiner Interpolation, Extrapolation oder sowas, dass das oft weniger Aufwand ist, als irgendwo in irgendwelche komplexen Routinen reinzutauchen. Leider nein. Sie wissen auch keine. Weiß sonst jemand da nicht? Okay. Ich glaube, in einem Fall kann es sein, dass wenn die Anforderungen nicht sehr hoch sind, dass du resamples, also quasi die irgendwie auf eine gemeinsame Zeitindex bringst, dann kannst du ganz normal rechnen. Dann kann das interne Rechnen mit 64 Bit nachvollziehen. Ja, okay. Das wird mal gekriegt. Und der ist wirklich gut, also da kann man aber Lager zu Wochentage sozusagen. Okay, also Pandas. Ich wusste, dass Pandas was drin hat, aber natürlich, ich kenne Pandas zu wenig. Vor dem Mal, wenn man den Testwort einlegt, dann kann man spezielle Paths für Datumsfunktionen mitgeben oder verschiedene Spalten oder seine Daten zusammengesetzt und so weiter. Und halt ziemlich schnell. Also das ist ganz fein. Noch jemand eine Frage? Wenn nicht, dann möchte ich bitte darauf hinweisen, also dass das PDF ist zumindest, solange es mein Gewissen zulässt, auf glt.föhnwall.at, glt17, abrufbar. Ich muss dann noch einmal in mich gehen wegen Copyright-Verletzungen. Wirklich, das beschäftigt mich. Ich hätte da nicht gehen sollen, den Vortrag. Und wenn Ihnen der Vortrag, also Sie können den Vortrag gern bewerten, wenn es wird gewünscht von den Veranstaltern. Bedanke mich dann.